Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Disney schlägt ja gerade ganz große Wellen mit ihren Realverfilmungen, mit den Remakes von ihren alten Zeichentrickklassikern, die dann in Realverfilmung herauskommen. Und einer der ersten Filme, die da große Wellen geschlagen haben, war die Neuverfilmung von Dumbo. Ja, Dumbo, ich habe damals noch nicht den Original-Zeichentrickfilm gekannt. Ich tue es mir mit den alten Zeichentrickfilmen von Disney etwas schwer, habe aber auch die Realverfilmung nicht im Kino gesehen. Und jetzt ist der Film ja vor kurzem auf Blu-ray, DVD etc. herausgekommen. Aber wir haben in Deutschland kein Steelbook bekommen, was ich ein bisschen schade finde, denn wir haben in Nachbarländern wirklich sehr gute Steelbooks angeboten bekommen, beziehungsweise ein richtig cooles Steelbook. Und ich habe mir auch das Italien Import Steelbook geholt, welches sogar deutschen Ton mit an Bord hat, ein Ein-Disc Blu-ray Steelbook. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Wir schauen uns zuerst mal den Viertelschuber an. Der ist vorne schön zirkusmäßig verziert. Wir sehen unten nochmal Dreamland, das Disney und Blu-ray-Disc-Logo. Das Ganze sieht so aus. Wir schauen uns das mal von der Rückseite an. Hier ist natürlich logischerweise alles auf Italienisch vorhanden, da es ein italienisches Steelbook ist, ein Import-Steelbook. Was hier interessant sein dürfte, wenn man unten bei der Audiospur guckt, dann steht hinten noch Tedesco dabei. Das ist so ein kleiner Tipp. Wenn ihr euch was aus Italien importieren lässt, schaut bei der Audiospur, ob da Tedesco steht, denn das weist auf eine deutsche Tonspur hin. Ja, wir gehen vom unspektakulären Viertelschuber zum sehr spektakulären Steelbook, wie ich finde. Das Dumbo Steelbook, ein sehr, sehr schönes Steelbook. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Waggon von den Zirkusartisten, in den Dumbo transportiert wird. Und das Ganze kommt auch in dieser Optik daher. Das Steelbook ist matt gehalten, hat eine Holzoptik von diesem benannten besagten Waggon. Wir sehen hier den Dumbo-Schriftzug, wir sehen Dumbo selbst. Unten nochmal Dreamland, dasselbe Motiv, wie wir auf dem Viertelschuber gesehen haben. Und das Ganze gefällt mir persönlich doch sehr, sehr gut. Wir haben im Schriftzug Dumbo einen ganz leichten Metallic-Effekt. Ansonsten, wie gesagt, komplett matt gehalten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Steelbook. Wir schauen uns das Spine an. Wie bei Disney oft haben wir hier viele Charaktere auf dem Spine. Wir haben keinen Schriftzug von Dumbo auf dem Spine. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Mich stört es nicht. Ja, mir ist das relativ egal. Ich stelle die Steelbooks dann oft sowieso mit der Front nach vorne aus und mich stört es jetzt persönlich nicht. Ja, wir schauen uns mal die Rückseite an. Die zeigt auch die Rückseite des Waggons. Wir sehen hier die große Tür. Wir sehen das D für Dumbo oder auch unter anderem für Dreamland. Hier haben wir noch ein Schloss vorhanden. Das Ganze passt sich perfekt in das Artwork ein. Sieht doch richtig cool aus. Wir öffnen das mal. Das Ganze sieht dann so aus und das Innenartwork sieht so aus und das ist richtig schick, wie ich finde. Ja, schaut euch das mal an. Das ist wirklich ein mega Innenartwork. Es fällt auf, die Disc fehlt. Ich habe den Film gerade erst mit meiner Freundin gesichtet, aber die Disc ist völlig unspektakulär. Sie ist komplett in Blau gehalten und es steht Dumbo drauf. Ja, das war's schon von diesem Steelbook, welches sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Ich wechsle nochmal in die normale Position, sag noch ein paar Worte, bis gleich. Ja, ich muss hier gleich sagen, für mich ist das eins der schönsten Steelbooks, welches die letzte Zeit herausgekommen ist. Und ich finde es sehr schade, dass man diesen Film in Deutschland nicht auch in so einem schicken Steelbook veröffentlicht hat. Tja, wie gesagt, der Film hat deutschen Ton mit an Bord. Das Steelbook gibt es auch noch bei Amazon Italien zum Beispiel. Da könnt ihr euch das Teil dann auch noch ordern, so wie ich es auch getan habe. Und ich bereue den Kauf nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt vor kurzem gesichtet und der Film war mehr durchwachsen. Er war okay, er war schön inszeniert, visuell war er richtig beeindruckend, aber filmisch gesehen von der Geschichte, vom Ablauf her, gab es da für mich nur 3 von 5 Punkten. Mal gucken, ob ich darüber auch noch eine Review mache, aber wie gesagt, der Film war mehr so Durchschnitt und jetzt nicht so overhyped wie ein König der Löwen oder so. Ja, ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr dieses Steelbook so findet. Habt ihr die Realverfilmung von Dumbo auch schon gesehen? Wie findet ihr diese? Schreibt mir das alles in die Kommentare.
Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir gerne ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.